Nintendo! Ja, was ist das denn hier für ein Spiel? Das wird uns das Intro gleich verraten. Ich denke mal, viele kommen sowieso schon drauf. Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Los geht der Spaß. Gleich verrate ich mehr dazu, wie ich überhaupt dazu kam. Aber jetzt kommt ja erstmal die böse Musik. Vor wirklich langer Zeit, irgendwo im Weltall. An einem dunklen, feuchten Ort, gemieden von Sternenlicht, lag ein gruseliger Planet, der einsam im All schwebte. Seine Bewohner waren gruselig. Ständig warfen sie gruselige Blicke ins All. Einfach nur gruselige Tagträume, nicht wahr? Falsch! Sie waren Suchende nach einem neuen Zuhause. Da ist auch schon der Schatten von einem von denen. Endlich fiel ihr gruseliger Blick auf eine ferne Welt, ein Land der Schönheit und des Friedens. Dun 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 dun. Das Pilzkönigreich. So, und weiter geht der Spaß. Oho, junge Meister Mario und Luigi, ich habe eure Ankunft schon voller Ungeduld erwartet. In der Tat befürchte ich, dass die Prinzessin sich nach Spielkameraden sehnt. Sie benimmt sich eher trotzig. Drückt oben auf Steuerkreuz, um zum Zimmer zu gelangen, wo sie euch erwartet. Bitte geht sofort zu ihr. So, jetzt geht das ganze Spiel auch los. Ich kann leider noch nirgendwo hin und ich spiele mit Mario und Luigi. Und wenn man die mal genau ansieht, merkt man, das sind Babys. Also es sind nicht wirklich die, die wir sonst kennen. Es sind tatsächlich die Baby Mario und Luigi Brüder. Und das spielt ganz weit in der Vergangenheit momentan. Also irgendwie in den 80ern, schätze ich mal. Was soll das Tohu... Was? Tohu war... Ach. Tohu. Egal. Was ist mit der Prinzessin? Nein, Baby Bowser. Ich, Prinz Bowser, nehme Prinzessin Peach mit mir. Ihr zwei Babys könnt euch schleichen. Hä? Schleichen? Vollkommener Unsinn. Ich glaube eher, ihr werdet nichts dergleichen tun. En garde. Okay, der ist schon mal tot. Super, der Beschützer der Prinzessin. Auch schon als er noch jünger war. So eine Lusche. Du bist dran, Super Windel, Bro. Und schon geht er los. Der erste Kampf. Natürlich beherrsche ich das, weil ich das Spiel schon früher auf dem DS mal durchgespielt habe. Junger Meister Mario. Ach nein, jetzt will er mir erklären. Nein. Ja, ich kann das schon selber. Also, ich muss einfach im richtigen Moment X drücken. Jeder, der das hier schon mal gespielt hat, weiß das. Oder Mario und Luigi 1. Ei, nein. Ich kann den Flammen ausweichen. Das habe ich doch gemacht. Alles klar, okay, ich habe verstanden. So. Ja, ich kam eigentlich eher spontan darauf, das jetzt mal zu Let's Playen. Weil es halt ein Spiel ist, was ich auch sehr gerne mag. Und das auch nicht unbedingt so oft schon gibt auf YouTube. Mario mit Luigi 1 und 3 schon eher viel öfter. Eigentlich habe ich mir auch erst überlegt, das dritte zu machen. Aber ich habe das auch schon mal einmal habe ich es durchgespielt, aber weiß ich, ich mag das nicht so wie das hier. Leute, was sagt er? Ich bin ein Prinz. Ich kann nicht gegen euch verlieren. Blöck. Es freut sich Luigi mit, obwohl er gar nicht mitgekämpft hat. Unverschämt. Was ist das? Oh, jetzt geht der Spaß jetzt richtig los. Alle liegen da tot. Bis auf Mario, Luigi und Prinzessin Peach. Und UFOs schießen auf das Schloss. Oh, das sind eine ganz schöne Menge UFOs. Na, ich denke mal, dieses ist ganz schön gearscht. Jetzt kommt ein super Film, Reisspanne, keine Ahnung. Und zeigt das Pilzkönigreich in der Gegenwart. Nicht mehr in den 80ern. Der berühmte Erfinder Professor Igitt hat... Igitt, ja, so heißt er. Aber der kommt ja in mehreren Spielen vor. Hat seine Zeitmaschine fertiggestellt. Die Kraftquelle der Maschine, der erstaunliche Kobaltstern.
Die Enthüllung fand im Pilzkönigreich, ja Quatsch, Pilzpalast statt und wurde von Besuchern aus nah und fern verfolgt. Berichten zufolge war Prinzessin Peach überglücklich über diese Erfindung. In der Tat so glücklich, dass sie sofort zu einer Reise ins Pilzkönigreich der Vergangenheit aufbrach. Natürlich ist ihr treuer Kanzler Torswort außer sich vor Sorge. Details folgen um 11. Guck mal, wie Luigi da steht. Ich mag das voll, ich mag diesen Kerl. Prinzessin! Bitte kehrt zurück, Eure Majestät! Ich muss sagen, ich bin einfach außer mir vor Sorge. Kein Grund zur Sorge, meine Maschine ist absolut sicher. Die Chancen für eine Rückkehr der Prinzessin liegen bei 99,99999999%. Oh. Oh, graus. Tot. Ah, na. Dotswort, wacht auf. Das sagt dir gar nicht, Luigi. Oh nein, er ist in Sorge, dass er in Ohnmacht gefallen ist. Mario, ich bin sicher, Dotswort hat einen Pepp-Pilz in seinem Zimmer. Würdest du ihn bitte holen? Oh yeah, Mario da. Jetzt kommt Lucky Two erstmal zum Einsatz. Direktübertragung per Lucky Two Cam vom Pilzpalast folgt. Momentan befindet sich Mario hier. Und der Pepp-Pilz ist hier drüben im Dotswort-Zimmer. Übrigens, dieses Symbol zeigt stets Marios aktuellen Aufenthalt dort an. Zwar bewegt sich das Symbol nicht, wenn du dich in einen Raum bewegst, aber wenn du einen anderen Raum betrittst, geht auch dieses Symbol zu diesem Raum. Alles klar. Los geht's. Wenn ich verirrst und nicht weiß, wo es nicht hingehen soll, oder einfach nur gerne den Topscreen betrachtest, dann schau hier und du wirst finden, wonach du suchst. Ja, zugegeben, ich gucke sehr gerne auf diesen Bildschirm. Ich bin sogar richtig süchtig, dass ich den unseren einfach... ja, ist ja gut, was... Alles klar. Was machen deine Sprungkünste? Ah, super. Mario, der Superspringer. Jetzt sieht man auch hier... Warte, Moment mal. Ich will mit Luigi reden. Das Lustige ist ja, Luigi kann ja selber gar nicht sprechen. In dem Mario und Luigi. Aber bei Paper Mario oder so, da hat er das doch super drauf gehabt. So, ich würde jetzt mal sagen, hole ich mal schon mal schnell diesen Pilz. Peach Schloss sieht eben auch in jedem Teil wirklich ganz anders aus. Hält man nicht aus. Gut, also, nein, ich muss... hier unten lang. Und was haben wir da? Ich habe ein Pepp-Pilz. Noch nie gehört, was das ist. Ich finde jetzt hier aus, als würde ich pennen. Das ist auf jeden Fall Dotswort Zimmer. Mit einem Foto von Prinzessin Peach. Oh, ganz süß. So. Jetzt geht es den Weg wieder zurück. Alles klar. Oh, hier haben wir noch was. Eine Münze. Ach ja, das sieht man ja auch. Marios Kraftpunkte und wie viel Geld ich zur Verfügung habe. Start oder so kann ich noch nicht drücken. So, und das hier ist ein Lebensblock. Stellt wieder alle KP her. Gut, was sagt der? Was sagst du? Wenn du speichern möchtest, spring und triff die Speicheralbum dort drüben. Gut, das mache ich dann auch. Und speichern und fortsetzen. Was steht denn da jetzt? Mario erhielt ein Pepp-Pilz. Bring ihn schnell zu Dotswort. Alles klar, das mache ich aber auch in der nächsten Episode, sonst wird das jetzt zu viel. Und dort sehen wir uns dann auch. Bis dahin.